Hallo, ihr lustigen Knusperschrecken. Die aufmerksamen Zuschauer von euch werden sicher wissen, dass ich ein Mann des Risikos bin. Ein Mann der Gefahr, ein Mann des Abenteuers. Und genau deswegen gehen wir heute campen. Nicht einfach irgendwie, sondern wir fahren mit dem Fahrrad campen. Das heißt, ich habe mir, wie man das so macht, einen Haufen cooler Gravel-Taschen an mein Fahrrad geschnallt, einen Haufen unnötiger Sachen eingepackt. Und damit geht's jetzt ab in den Wald. Ich habe mir bei Komoot so eine ganz nette Stelle an einem See rausgesucht. So ungefähr, ich glaube, es waren 60 Kilometer außerhalb von Berlin. Da lasse ich mich gerade hier von diesem kecken Wahoo hinleiten. Und da will ich dann übernachten. Ich habe da Hängematte mit. Also coole Sachen. Ja, huschen wir da erstmal hin. Ich hoffe, ich finde den Weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss verstehen. Ich wollte gerade bei Hollys hier in Hartmannsdorf noch ein Stück Kuchen snacken, da war aber nicht mehr viel los. Und dann dachte ich mir, als ich auf die Uhr geguckt habe, ja, fahr besser ein bisschen schneller, denn eineinhalb Stunden oder zwei wird es dunkel. Und bis dahin würde ich zumindest gerne die Hängematte hängen haben und ein bisschen Feuerholz gesucht haben. Aber muss ich mich jetzt mal ein bisschen ranhalten. Ja, ja, ja. Jetzt wird es ein bisschen abenteuerlich hier. Der Weg ist nicht mehr befestigt, sondern gerollt. Also was für so echte Gravel-Burschen, wie ich es bin. Komoot sagt, das kann man fahren. Zumindest habe ich es so geplant. Ich denke mal, dass es mit dem Rennrad auch okay ist. Bisher nur ein paar Schlaglöcher. Und ich glaube, es sind noch so 5, 6 Kilometer. Dann bin ich hoffentlich an meinem Ziel, an dem See. Und dann möchte ich da erstmal ein Bier trinken, was ich hier in der Tanke geholt habe. So, jetzt beginnt das richtige Abenteuer. Das da vorne mit dem bisschen Gravel, harmlos. Jetzt geht's hier lang. Mal gucken, noch 3 Kilometer, irgendwie sowas. Ich denke, das sollte fahrbar sein. Komoot hat bestätigt, dass es fahrbar ist. Finden wir es einfach mal raus. Eieieiei. So, rechts. Ist kein rechts. Scheiße. Oh Mann, aber mit Fahren ist hier nicht mehr wirklich. Jetzt muss ich ein bisschen schieben. Vom Kurs, ja, bin ich so ein bisschen abgekommen, glaube ich. Aber prinzipiell hier so ein bisschen durchs Geäst sollte richtig sein, glaube ich. Oh Mann, ey. Ah, das sieht schon aus, als könnte man eher durch. Oh Gott. Ah, so. So, da kann ich lang. Da kann ich lang. Komoot. Ja. Da rechts sollte richtig sein, hoffe ich. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass das Gelände oder dieser See, wo ich bin, auf einem ehemaligen NVA-Übungsgelände oder Militärgelände ist. Hier war bisher kein Schild, wo irgendwie steht, betreten verboten oder sowas. Aber ich glaube, wenn hier kein Schild ist, sollte das selbst auch nicht keinen Ärger bekommen, falls man mich erwischen sollte bei meiner harten Overnight-Challenge. Ich glaube, sowas da ist kein gutes Zeichen, wenn das so aufgewühlt ist von irgendwelchen Wildschweinen oder so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sicher das ist, hier einfach mal nachts mitten im Wald zu pennen. Vielleicht muss ich die Hängematte einfach ein bisschen höher hängen. Scheiße. Angeblich noch so 500 Meter, dann sollte ich an dem See sein. Ich weiß nicht, also das hier ist auf alle Fälle ein Pfad, würde ich mal sagen, der vom Menschen gemacht ist. Ich meine, hier ist auch überall was abgesägt. Aber hier rechts und links hier zum Beispiel geht halt auch so ein kleiner Pfad lang. Und ich denke mal, dass das ein Tierpfad ist. Und da hier auch überall der Boden so aufgewühlt ist, denke ich, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das vom Wildschwein ist. Hier ist der Boden auch wieder so aufgewühlt. Ich hoffe echt, dass das keine dumme Idee war, hier hinzuhuschen. Oh Mann, ey. Angekommen. Mega gut.
Da vorne ist der See. Hier ist was Strandähnliches. Und irgendwo hier will ich mein Camp aufschlagen. Schauen wir mal. Hier sind auf alle Fälle überall Spuren von Leuten, von Motorrädern und so. Allerdings auch wirklich überall von Wildschweinen. Naja, jetzt suche ich mir erstmal da vorne ein Plätzchen, hänge die Hängematte auf und dann trinke ich endlich ein Bier. Junge, Junge, ey. Ich habe jetzt eine Weile am Wasser gesessen, schon ein Bier getrunken und jetzt husche ich mal da vorne hin, ja, und hänge da meine Hängematte auf und ja, Holz liegt ja auch auf alle Fälle ohne Ende rum. Ich muss mir also keinen Kopf machen, irgendwie Feuerholz zu finden. So ein bisschen Zunderkram habe ich auch mit, so wie sich das gehört, wenn man ein echter Gravel-Typ sein will. Ja, jetzt mache ich es mir erstmal gemütlich. So, meine Hängematte hängt. Hier sieht man, glaube ich, ganz cool, ist ganz nett geworden. Da. Hier höchst professionell mit so zwei Strippen aneinander. Hier dasselbe. Das ist, glaube ich, ganz geil. Und jetzt suche ich mir mal ein bisschen Holz zusammen. Hier liegt auf alle Fälle überall irgendwelcher Kram rum. Und hier so wie heißen die, diese kleinen Dinger? Tannenzapfen. Und ich glaube, die nimmt man zuerst. Zumindest machen das diese ganzen Outdoor-Profis immer so. Und dann legt man Holz drauf, dann zündet man es an und dann macht und man hat ein schönes knisterndes Feuer. So, Holz habe ich. Diese kleinen Dinger, Tannenzapfen habe ich und hier so zunderähnliches Zeug, das ist so Baumrinde. Das hatten auf alle Fälle diese ganzen Gravel-Profis alle in ihren Videos, also was heißt Gravel-Profis, diese Übernachtungs-Buschkraft-Spinner, die hatten das alles in ihren Videos, deswegen mache ich das auch so, denn wenn so dicke, komische Typen im Wald überleben, kann ich das auch ohne Probleme, dann muss ich mir gar keinen Kopf machen. So, jetzt habe ich hier so einen Haufen Zeug aufeinander gelegt, ganz unten ist ein Stück Taschentuch und dann hier Tannenzapfen, kleine Äste, und Stroh und jetzt hoffen wir mal, dass das einfach direkt funktioniert. Ich benutze übrigens ein Feuerzeug, ich habe keinen Bock auf so Feuersteinzeug, das ist mir viel zu aufwendig, da habe ich keinen Nerv drauf. Es raucht, das ist ein gutes Zeichen. Brennt wundervoll, wie Tom Hanks schon sagte, ich habe Feuer gemacht, ich habe Feuer gemacht. Sehr, 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 sehr gut. Ich denke, mein Camp kann man so lassen, wenn man sich das anschaut. Hier, ich habe ein Feuer, ich habe eine Hängematte. Super gut, ich denke, so lässt es sich hier aushalten. Ich habe mir auch ein paar Nudeln vorgekocht zu Hause, die ich jetzt schnabulieren kann. Ich habe zwei Bounties mit, ich habe Bier mit. Hervorragend. Und da hinten geht schon die Sonne unter, auch mega, mega hübsch. Ja, schauen wir mal. Sehr, sehr romantisch. Eieiei, das Viehzeug hier, was hier so rumquiekt und quietscht, ist ganz schön laut. Frösche, irgendwelche Vögel und man hört die ganze Zeit Surren und Summen von Mücken, was wirklich wahnsinnig nervig ist. Also ich habe jetzt hier schon die Beinlinge drüber gezogen, denn ich bin jetzt schon krass zerstochen und clever wie ich bin, habe ich nicht so ein Fliegennetz für meine Hängematte. Ich weiß schon, warum diese ganzen coolen Outdoor-Leute sowas haben. Ich brauche sowas jetzt auch. Hätte bei Decathlon auch irgendwie nur 5 Euro gekostet. Ich war zu geizig. Ja, blöd. Jetzt stehe ich da und sehe morgen wahrscheinlich aus wie ein Streuselkuchen, wenn die Viecher mich zerstochen haben. Eieieiei. Jetzt fangen hier die Frösche an, richtig laut zu werden. Ja, so langsam wird es auch richtig, richtig dunkel und auch richtig, richtig unheimlich. Ich meine, ich habe hier mein tolles Feuer, aber irgendwie... Es ist unheimlich. Ich habe zum Glück mein Taschenmesser am Mann. Für den Fall, dass mich jemand überfallen will, kann ich mich damit krass verteidigen, Mann. Ich habe nämlich echt so ein paar Moves noch aus der Pfadfinderzeit drauf. Weißt du, hier so Messer-Action und so. Weißt du Bescheid? Ich weiß gar nicht, ob er mich sieht, aber da vorne ist eben ein Auto lang gefahren. Das heißt, ich bin nicht im völligen Off und ganz da hinten, man sieht das glaube ich nicht, die Kamera wird das nicht einfangen können, ist auch noch ein Licht. Ich habe auch schon ein paar Stimmen gehört. Das hört sich aber auch noch irgendwie so ein paar Leuten wie mir an. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Auto hier irgendwo im Dunkeln überhaupt irgendwo hinfahren kann, weil hier ist keine Straße oder irgendwas in der Nähe. Ich weiß nicht, ob hier nachher ein Sicherheitsdienst oder so auftaucht. Hier sind auf alle Fälle auch noch andere Leute. Also ich habe keine Ahnung, wie erlaubt das ist, hier so rumzuhängen. Oh Mann, oh Mann.
ja, von dem Auto nichts mehr gesehen, nichts mehr gehört. Das ist jetzt eine Stunde her. Da vorne ist immer noch ein kleines Licht. Da sind ja irgendwie noch andere. Die werden mich, glaube ich, auch sehen mit dem kleinen, aber ich denke doch sichtbaren Feuer. Ja, da mache ich mir jetzt keinen Kopf, außer ob hier echt noch irgendwo Tiere im Wald lauern und mich vielleicht heute Nacht überfallen wollen oder mir was wegknuspern. Naja, ich hau mich hin und dann sehen wir uns morgen früh wieder, die lustigen Knusper stecken. Also schlaft gut. Morgen, ihr lustigen Knusperschnecken. Nacht überstanden, war ganz okay, es war ein bisschen zu frisch. Dieses Schlafsack-Ding da war auf alle Fälle nicht warm genug. Die Hängematte hängt auch nicht ganz so geil, wie ich das gerne hätte. Aber ich habe die Nacht überlebt, war auf alle Fälle ganz cool. Keine Tiere, kein Nichts, nichts mehr gehört, nichts mehr mitbekommen. Ein Teil meiner Sachen habe ich da hinten hingehangen, wieder in die Sonne, wo ich gestern saß. Und jetzt baue ich hier mal mein hippes Camp ab. Leg mich noch was in die Sonne und dann geht's zurück in die Stadt. Puh, frisch ist es. So, alle Sachen wieder zusammengepackt. Jetzt geht's nach Hause. Jetzt muss ich allerdings erstmal gucken, wie ich hier wieder runterkomme. Gestern bin ich da hinten irgendwo lang gehuscht. Hier sieht es ein bisschen befestigter aus, deswegen versuche ich mal hier lang zu kommen. Komoot habe ich auch wieder an, also es war Hu und Schauma, aber ich glaube, ich mache das jetzt erstmal Freestyle hier so ein bisschen irgendwie da vorne links und dann komme ich hier, glaube ich, schon wieder raus. Ah, hier ist wieder alles Sand, ich laufe bestimmt schon wieder 10 Minuten hier durch diesen Mist! Ah, ich brauche definitiv irgendein Rad mit. Oh, ein Reh, ein Reh, ein Reh! Hat man das gesehen? Hat man das gesehen? Da war ein Reh! Naja, auf alle Fälle brauche ich ein paar breitere Reifen oder ein Fahrrad, was geländetauglicher ist. Ah, endlich wieder auf halbwegs befestigten Straßen angekommen. Bin gerade schon mal einmal aufgestiegen. Kleines Problem: die Speedplay-Pedale sind total vollgedreckt. Blöd. Mal gucken, die muss ich gleich irgendwie erstmal sauber machen und gucken, dass ich die wieder zum Laufen kriege. Denn ohne die wird der Heimweg doch ein bisschen nervig, glaube ich. Ich sollte mir auch da mal vielleicht ein paar Crossschuhe anziehen oder so ein paar Mountainbike-Schuhe, statt dauernd mit dem Rennsystem durch die Wälder zu jagen. Mann, 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 ey. Anfängerfehler. Ganz schlimmer Anfängerfehler. Wieder auf befestigten Straßen. Hier rollt es sich direkt viel besser mit den schmalen Reifen. Ich glaube, so ungefähr 10 bis 20 Minuten rolle ich bei Hollys Kuchenparadies vorbei. Je nachdem, wenn er schon auf ist und Betrieb, werde ich auf alle Fälle noch ein Stück Kuchen essen und da vor allem mal einen Kaffee trinken. Denn mir geht es auch immer bei Hollys. Denn wie gesagt, ich hatte ja kein Campinggeschirr dabei, um mir irgendwie einen Kaffee zu machen. Deswegen jetzt erstmal Abstecher jetzt zu Holly und gucken wir mal. Also bis gleich. Schade, für Hollys war ich eine Stunde zu früh, macht wohl erst um 10 auf. Das heißt, ich fahre jetzt ganz entspannt in die Stadt, hole mir da ein Stück Kuchen, knall mich auf die Couch, guck, was ich so gefilmt habe und fange an, das zu schneiden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, lustigen Knusperschnecken. Der übliche YouTuber-Kram, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Link zu allen Sachen in der Videobeschreibung. Und bis dahin, fahrt vorsichtig. Ciao, ihr lustigen Knusperschnecken.